Alter, was ist denn jetzt hier aber dann? Nee, auf jeden Fall nicht. Du besitzt bereits den höchsten Rang. Ja, nee, lass mal. Boah, das speichere ich mir jetzt aber sofort. Ich bin ja ein bisschen platt, dass ich es jetzt doch nach weniger Malen, als ich dachte, geschafft habe. Und jetzt müssen wir... Das Einzige, was jetzt halt noch mich fuchst, ist alle eins... Also erstmal sind tatsächlich zwei Sachen. Das Erste ist, dass wir jetzt ja noch die Kaktoren-Sachen hier machen müssen. Das ist noch etwas, was wir wirklich jetzt... Wieso sag ich mal jetzt? Abschließen müssen. Ich habe mir das irgendwann mal angewöhnt. Wir haben immer noch das Chocobo-Ding, aber da muss ich ganz ehrlich sagen... Nee, so... Wenn wir jetzt mal auf die Weltkarte gehen, ne? Boah, ich liebe die Musik, die ist sehr geil. Boah, hier ist die Weltkarte. Jetzt guckt euch das mal an, wie viel wir geschafft haben, ne? Das hier stört mich aber. Ja, meine Güte, ey. Die Chocobo-Rennen, die machen halt schon ein bisschen... Die würden mir jetzt wieder viel kaputt machen. Ich glaube, ich würde lieber eher auf Story pochen gerade. Ich weiß noch nicht, ob ich hierhin wieder zurückkommen kann. Aber unsere liebe Isar hat mir gesagt, das Spiel sagt mir vorher Bescheid, wenn ich noch Sachen erledigen kann. Das Spiel gibt mir vorher Bescheid. Und eigentlich sollten wir es auch dabei belassen und jetzt erstmal, wie gesagt, die Story machen. Damals noch ein Kampf vor uns. Und zwar... Yay, Geist der Karten. Boah, haben wir schon gemacht. Ja, wir müssen zu den Karten, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Aber der wird es mir wahrscheinlich hier auch anzeigen. Obwohl doch... Ach so, wir müssen ja schlafen gehen. Stimmt! Und es könnte sein, dass jetzt etwas kommt, auf das ich seit Ewigkeiten warte. Ich bin mir auch schon sicher, wie wir haben werden. Nicht die Wunschperson, aber... Oh mein Gott, die sind alle so... Ich will alle Cosplay, ne? Nicht unsere Wunschperson, aber die Person, die es sein sollte, okay? Im heutigen Wettbewerb, mein rosa Ich, können leider nicht mehr entgegengenommen werden. Wir bitten um Verständnis. Hä, mein rosa Ich? Achso, ich kann euch jetzt mal Chat-E zeigen, ne? Hey. Das ist so nice hier, ey. Gefällt dir der Gold Saucer? Der wurde gerade erst vor 4 Jahren neu eröffnet. Oh. Die Attraktionen sind daher alle mit der neuesten Technologie ausgestattet. Außerdem kommen ständig neue Unterhaltungsmöglichkeiten hinzu. Hier wird es nie langweilig. Mach die Farben sehr gerade hier. Ja, check die. Der Gold Saucer wird von mir. Dadurch schreitet die Degradation. Ja, von einer Zeit, was wir schon gemacht haben, ne, aber... Betrieben. Ansonsten ja, würde das... Bin ja gespannt, wer den Key-Text-Wettbewerb gewinnt. Oh, nicht jetzt. Ich hab zu tun. Was machst du denn? Oh nein, sie schreibt einen Brief. Was für einen Brief schreibst du denn? Was für einen Brief schreibst du? Ich will alles wissen. Ich kann es nicht erkennen. Das gehört eh nichts. Warum habt ihr das gemacht? Erschütternde Schreie. So, oh. Okay, eine Chocobo-Runde mache ich, ja? Eine Chocobo-Runde mache ich jetzt noch. Zum heutigen Wettbewerb, mein rosa Ich, kann leider nicht. Square Enix, kann ich das nächste Mal denen sprechen? Ich mache das mit der Ariane-Stimme. So. Machen wir nochmal. Wir haben schon auf Sie gewartet. Mhm, ja. Wir müssen nämlich jetzt. Hallo? Ach ja, stimmt ja. Oh nein, jetzt sehe ich das erstmal. Ich dachte gestern, das hier, wir sind alle. Ja, gut, wir brauchen noch jetzt Kua, ja. Wir brauchen noch. Warte. Drei. Ne, wo stand es denn? Dreimal müssen wir nochmal gewinnen bei dem Bronzerennen. Jo. Aber wir machen mal den Turm. Komm, das machen wir jetzt einfach zum Spaß. Nein, das ist er nicht. Entschuldigung. Da muss der hier sein. Ja, also, nee, komm. Also, das... Da, also, nee. Nee, dann ist mir zu... Und dann bei Silber nochmal und dann nochmal bei Gold so. Ey, Alter. Also, schön, dass sie sich so viel Mühe gegeben haben. Aber, boah, das ist mir too much, ne? Das ist wirklich too much.
Ich würde ja gerne die ganzen Strecken zeigen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber Bonne. Tonberry Cup. Okay, let's go. Denk dran, wir sind noch unter Anfänger, ne? Arschloch! Obwohl, ich glaube, ich hatte doch einen. Ah, man muss erst die Strecke kennen, ne? Oh, super, fantastisch. Heute bin ich ja wirklich nicht so gut, ne? Meine Güte. Oh. Tschüss. Au. Hätte ich das mal gewusst, ne? So. Oh, shit! Oh, du Arsch, ne? Gib es nicht. Gib es nicht. Was ist meine Abkürzung hier? Halt den jetzt mal lieber. Das reicht eigentlich. Ich brauche hier nicht unbedingt zu driften. Aber ist alles noch Anfänger, Leute, ne? Alles noch Anfänger. Wieso tut mir meine Hand immer so weh vom X-Walten? Bin ich die Einzige, die da so Probleme hat? Ich kriege hier echt Krämpfe. Jetzt schon. Oh. Ja, die haben eh Vorsprung, ne? Aber gut. Hey, mal wenigstens das jetzt mal geschafft, ja? Weg hier, komm, let's go. Ja auch immer wir müssen, glaube ich, verschiedene machen, ne? Ich muss auch sagen, Selina ist wunderbar, ne? Entschuldigung. Wir haben noch keine Chocobo-Zucht tatsächlich diesmal dabei, ne? Aber wäre auch, glaube ich, too much. Glaube ich. Ich glaube, ich habe noch nie so ein Spiel gespielt, das so viel Content hat, ne? Zum Beispiel. Vor allem so viel Content in so. Also so viel verschiedenen Content, ne? Ach, stopp. Aber ist Tauta am Taunten oder was? Shit.
Oh, weg damit. Wer noch? Ey, ich bin nur Zweiter, ach so. Eine Spinne. Sehe ich aber nicht, ne? Leider nicht mitgenommen. Du willst, dass wir die Rennen ja auch alle gewinnen müssen, ne? Oh! Konzentrier dich, Pan. Das war gestern, aber jetzt hatte ich das Drift richtig drauf, ne? Hier diesmal nicht so gut. Ah, das ist immer zu spät. Ah, gut. Puh. Ja, okay, ist Anfänger, aber ich traue mich gar nicht, mich zu freuen. Aber die Goldpunkte sind natürlich toll, ne? So, Qual. Wir machen den Bomber Cup. Und dann haben wir das schon mal auch. Ding, ding, ding. Ah, meine Hand. Ich weiß ganz genau, bei Gold werde ich durchdrehen, bei Silber werde ich mich so viel ärgern. Also kann ich euch ein paar Strecken schon mal zeigen. Die Musik ist so nice. Einer von den Cups, die ich gestern gespielt habe, war aus dem Original. Oh, ich kenne die Strecke nicht, Entschuldigung. Hä? Achso! Ja, ob wir das noch schaffen, ne? Ich wage zu bezweifeln. Ja, wenn einmal alles schief läuft, dann wird alles schief. Wie peinlich. Yeah.
Ja. Das wird jetzt nichts mehr. Das war jetzt Runde, scheiße. Nein! Oh, wie peinlich. Oh, nee. Eigentlich war ich nur gut dabei. Oh, mir tut meine Hand saumäßig weh. War bei einem Piratending, ne? Dass ich echt, ey, ich brech mir die Hand. Währenddessen. Ja, gut. Ja, so. Ich bin auch in Mario Kart und so schlecht, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, die scharfen Kurven sind nicht meins. Aber wir haben es versucht, Leute. Wir haben es versucht. Immerhin. Weil das da einfach fucking Niederlage steht, es müsste doch eigentlich reichen. Ich kann bei den Einkaufsdeutschen auf dem zweiten Platz, hat nicht funktioniert. Es müsste doch eigentlich reichen, unter den ersten drei zu kommen, oder? Und das Blöde ist, ich kann den Bomberkampf nicht durch. Ich mach noch den hier und dann ist aber mal gut hier. Boah, Alter. Schmerz. Au. So, ich glaube, den Rest mache ich, wenn dann, ohne Aufnahme und dann zur Aufnahme erst, wenn wir eine Sequenz haben. Wenn ich das mache. Oder halt im Stream, ne? Auf jeden Fall aber später im Spiel. Du, wenn du die Strecke nicht kennst. Ach du Scheiße. Ach, Kacke. Zu spät. Ich hab den mit als Bonus gekriegt. No! Oh, wie scheiße ist das denn alles? Kann ich die anderen Kampfe nochmal machen? Boah, ist das scheiße. Hä? Oh, nee, nehme ich mit. Das Ruder reißen wir jetzt um, Leute, ne? Fantastisch. El Fantastico. Lass mich, ich weiß nicht, warum ich so komische Geräusche mache. Sie will jetzt Platz 3 sein! Wow! Scheiße! Wo sind die anderen? Nicht du, ich meine nicht. Meine Hände tun weh! Oh, ist so Final Fantasy 14 Musik, mal ganz ernst, ne? Oh! Ich habe die Beschleunigung aufgehört zu drücken. Ah!
Ja. Wir haben die Cups jetzt mal gesehen, ne? Ja. Schließen wir jetzt mal. Sehr schön. Da habt ihr jetzt gesehen, ne? So sieht das aus. Wir haben immer noch nicht Profi. Das ist gar nicht Silber, das ist Profi. Wir sind bei uns als Jockey immer hell. Dreh durch! Ich dreh durch, weil mich das aufregt. Achtung, meine lieben Schokobo-Freunde. Morgen wird am Battle Square ein Spezialkampf ausgetragen, der mit Sicherheit wird. Machen wir mit Story weiter. Wieder voll scheiße. So, jetzt aber. Menno! Ich wünschte, ich könnte das skippen irgendwie. Ich wünschte, es gäbe ein Ticket, mit dem man das eine, wenigstens eine Sache skippen kann, aber da weiß ich ganz genau, die hätte ich schon längst benutzt. Ich sprich sie nochmal an. Bist du nicht müde? Hol dich doch etwas aus. Das hat Cloud verdient, der ist immer so, nicht so zu ihr, wie ich gern zu ihr wäre. Arme, ich habe gehört, dass Sie morgen in der Muskelmanege antreten. Nachdem du dich im Haunted Hotel zur Ruhe begeben hast, beginnt das Nachtleben in God's Hauser erst richtig. Je nachdem, zu wem du auf der bisherigen Reise eine innigste Verbindung aufgebaut hast, ändert sich der Ausgang des heutigen Tages. Falls du also noch einmal deine Beziehung zu einem gewissen Charakter vertiefen solltest du diese Gelegenheit jetzt durch Abschließen bestimmter Aufträge wahrnehmen. Sie sollten sich vor ihrem großen Tag gut ausruhen. Also, die Sache ist die, ich möchte zwei Personen, ja? Und das sind, das kann ich jetzt sagen, Aerith, sowieso meine Nummer 1, aber eigentlich ist es nicht richtig, ja? Eigentlich ist es nicht richtig, ich würde ihr nur einen schönen Abend machen. Eigentlich muss es tiefer sein, ja? Und wenn ich jetzt aber Yuffie kriege oder Red oder so, oder Barret, bin ich aber, dann können wir, also dann, ich speichere jetzt erstmal, okay? Möchten Sie in Frieden ruhen? Ja. Oh Gott, ich hab Angst, ey. Ich werde im Geiste bei Ihnen sein. Aber das ist doch jetzt nicht, oder? Das ist einfach nur so storymäßig, oder? Na, ich kann mir nicht vorstellen. Wie läuft's? Nicht so gut. Hast du denn eigentlich schon mal ein Lied geschrieben? Ja, bisher noch nicht. Aber ich wollte es immer mal machen. Dich schreckt so schnell nichts ab. Sehr beeindruckend. Ich erinnere mich an was aus dem Trailer. Oh ja, das kommt dann auch gleich schön. War das für eine kleine Fluse gerade? Ja! Oh! Hier! Ich verstehe. Übernimm Cloud. Ich kümmere mich dann um Aerith. Klar doch. Zack! Boah, wer kein Crisis vorgespielt hat, Leute, was macht ihr mit eurem Leben? Ich habe jetzt vernommen, der Tobi möchte mit Remake anfangen und wir alle, Elflin, Isa, Lloyd, Niku, ja, also meine Mods und Niku, nein, wir haben alle versucht,
Also ich hoffe, Elfin übernimmt die Aufgabe, dass sie sagt, dass Tobi zuerst Crisis Core spielen soll, weil das einfach viel mehr Impact hat dann auf ihn. Ja, die Sicht von Cloud gerade. Oh mein Gott. Okay, krass, interessant. Aris schläft ganz schön viel, was? Ist auch besser so. Wieso? Weil Cloud immer noch krank ist. Zack, mach Cloud wieder gesund. Bitte. Das würde ich ja, wenn ich's könnte. Sag mal, es ist besser, dass Aris schläft, weil Cloud noch krank ist. Warum? Na, weil... sie stirbt, wenn sie aufwacht. Hör mal, Marlene, das kapier ich nicht. Du behältst es für dich? Wacht sie auf, bringt ein gruseliger Mann sie um. Cloud versucht, sie zu retten, aber zu spät. Es ist ganz knapp, aber er kommt zu spät. Und Aris mag Cloud und freut sich, dass er gekommen ist, um sie zu retten. Aber trotzdem stirbt sie. Darum muss Cloud ganz schnell gesund werden. Vielleicht kann er sie dann beschützen. Oh. Marlene, war das etwa ein Traum? War es nicht. Okay. Ich lüge nicht. Das weiß ich doch. Bei allem, was hier passiert, glaube ich dir jedes Wort. Marlene, hey, nur eine Frage noch. Wer ist dieser gruselige Mann denn? Hä? Sag's mir. Er hat lange Haare. Silberne. Boah, ich kann das nicht. Die Szene im Remake habe ich vergessen. Die haben es schon da aufgebaut. Oh Gott. Ach, Zack, sieh doch mal. Die Blumen blühen. Tatsächlich. Das hier sind Aris Lieblingsblumen. Vielleicht wacht sie ja bald auf. Hoffen wir es. Elmira, ich bin eine Weile unterwegs. Muss mit jemandem über Cloud sprechen. Und mit wem bitte? Einem Arzt? Sowas in der Art, ja. Bleib nicht so lange weg. Ich habe mich schon so an dich gewöhnt. Ohne dich habe ich Angst. Oh. Keine Sorge. Mit dem Motorrad geht's schnell. Okay, achten Sie auf Aris und Cloud. Ach ja, und falls sie aufwacht, lassen Sie sie nicht abhauen. Das sagst du so leicht. Aris lässt sich nicht einfach wegsperren. Du kennst sie doch. Versuchen Sie es. Für mich.
Boah, ich bin jetzt schon so emotionales Wrack. Ah, bin jetzt schon so ein bisschen so... Sei bitte bis zum Abendessen wieder zurück. Was hast du denn jetzt... Zack, bist du doof? Zack, was... Also, Zack... Zack, ich liebe dich über alles, das weißt du. Du bist einfach mein Lieblings-Male-Charakter hier im ganzen Final Fantasy-Universum. Ich liebe dich. Oh, ich liebe ihn so sehr. Ich muss nochmal hin. Aber das ist eine so dumme Idee einfach. Hoyo macht nichts ohne Eigennutz. Er macht nichts für andere Menschen. Es sei denn, du willst ihn jetzt bedrohen. Das ist natürlich was anderes, das verstehe ich. Dann ist der Plan gut. Aber der muss gut ausgearbeitet sein. Oh, Zack. Was ich dir gesagt habe, darfst du niemandem verraten. Die Sache ist, die Szene mit Marlene, wo Ariane, wow, alles klar, wo Aerith dann so pssst macht, ne, die habe ich noch im Kopf gehabt, aber ich habe die an sich jetzt, also die habe ich noch im Kopf gehabt, also ich habe, ich konnte mir die jetzt in Erinnerung rufen. So, das war jetzt das Richtige. Ich habe nicht die richtigen Worte gefunden, sorry. Und ich hätte nicht gedacht, dass die da schon so einen bestimmten Plan haben. Und das ist ja richtig krass ausgearbeitet. Aber... Ob Bix uns bald besuchen kommt? Wenn sie aufwacht, kommt ein gruseliger Mann. Deswegen muss er wieder gesund werden, damit er sie beschützen kann. Aber kann Zack sie nicht beschützen? Was ich dir gesagt habe, darfst du niemandem verraten. Oh Gott, Marlene ist so ein kleiner süßer Drops. Woher weiß Marlene das alles? Ich habe so viele Fragen. Vor allem... Wir haben ja nochmal mitgesehen, in einer, bitte spoilert nicht, ne, nur, das sind nur meine Gedanken, die ich jetzt teile, in einer, ja, wie sie da die Sektor 7 und so aufbauen, auch jetzt hier in Rebirth. Ich frage mich, ob das jetzt, also es müssen ja zwei verschiedene Midgards sein, weil wir können ja keine zwei Clouds haben, ne. Und so, ach, ich darf natürlich wegen ganz vielen Sachen nicht spoilern. Aber obwohl, ihr habt ja schon was mitbekommen, es gab ja eine Sequenz mit Zack, ne. Stimmt, er hat ja gesagt, er wundert sich, warum er lebt. Wie das überleben konnte. Ich möchte antworten, aber eigentlich möchte ich sie auch nicht. Kennt ihr das? Wenn ihr so einen Film guckt, ne? Und ihr seid die ganze Zeit am Miträtseln. Und man will unbedingt die Antwort, man möchte unbedingt die Auflösung. Dann kommt die Auflösung und dann ist aber diese ganzen Theorien, die man hatte, alles ist dann irgendwie weg. Oh, man will es und man will es auch nicht. Wir werden gerade vorbereitet, Leute. Das ist halt das Ding. Wir werden jetzt gerade vorbereitet. Oh Gott, okay. Einfach ein neues Gefährt reinbringen ins Spiel. In Kapitel 12. Was ist da? Hm? Ich habe über deine Worte nachgedacht. Oh, sehr viel über sie nachgedacht. Über Träume, Hoffnungen und darüber, warum ich überlebt habe. Ich weiß jetzt, warum ich hier bin. Für Avalanche. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Heute Abend ist es also soweit. Tu mir einen Gefallen und halte dich von Reaktor 6 fern. Pass auf dich auf. Bix. So doch nicht. Das habe ich nicht gemeint. Ich muss zu Elmira. Was ist denn jetzt schon wieder? Schlaf weiter, Cloud. Wir müssen mehr sehen. Ich will doch Aerys haben, ich hab's mir das verlegt. Dieser Nervenkitzel gerade ist ein anderer. Ich mag's nicht. Ich mach's schnell. Ich kann nicht schneller. Tiefer oder Aerys. Nein! Nein! Du hast geschlafen, nicht wahr? Man sieht's in deinem Gesicht. Weißt du, die Aufführung von Loveless geht bald los. Und ich konnte Karten ergattern. Wollen wir hingehen?
Außerdem gibt es am Riesenrad gerade ein Event für Pärchen. Pärchen? So wie ein Liebespaar? Tja, das überlasse ich deiner Fantasie. Was ist mit den anderen? Warum? Vergessen wir die nicht mal kurz? Los! Nein! Wie ist das zustande gekommen? Wie ist das zustande gekommen? Oh. Warte mal kurz. Sekunde. Hä? Ich weiß nicht, wieso ich sie habe. Hä? Wie? Oh, ich mach dir jetzt den schönsten Abend überhaupt. Ich mach für dich Gold Cup Chocobo. Komm mit. Entschuldigung, Aerosophine ist sehr, sehr aufgeregt. Hier, ne?